So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Dann denkt dran, es ist bald zu Ende die Season. Denkt dran, dass ihr eure Battlesterne einsetzt, auch wenn ihr vielleicht nicht Level 200 werdet, aber vielleicht habt ihr noch die eine oder andere Geschichte, die ihr freischalten könnt. Dann Monarchenskin, denkt auch da dran, wenn ihr unbedingt noch 200 werden wollt, ist jetzt so die letzten Tage, wo ihr die Chance habt, nochmal die 28 Level mitzunehmen. Dann kam mir gestern nochmal Schnäppchenjagd rein, wo ihr halt Gold eintauschen müsst und dafür nochmal XP bekommt. Alle Videos dazu habe ich ja schon hochgeladen und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt rein in den Shop. Ich finde es nicht so besonders klar. St. Patrick's Day haben sie jetzt eine Skin-Erweiterung gemacht mit dem Stil. Und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code. Aber jetzt wirklich mal reingegangen. Ja, Neuigkeiten, klasse. Hatten wir gerade. Habe ich gerade allen erklärt, Fortnite. So, gehen wir mal direkt ganz nach oben. Nämlich die Wildcard hat einen neuen Stil bekommen. Nämlich genau die hier. Alle, die den Skin schon hatten, haben das kostenlos quasi dazu bekommen, den Stil. Alle anderen, wenn ihr den haben wollt, läpperliche 2000 V-Bucks. Dann haben wir des Weiteren logischerweise Panzerknacker Hängekleider, die Lackierung, dann rote Jade. Dazu muss ich sagen, jetzt kann ich den Stil nicht auswählen, weil ich den Skin schon habe. Da ist ja dieser. Hallo? Die Stile klappen ja wunderbar. Schön, immer derselbe Skin. Klasse. Und? Aha. Also einmal der rote Skin, einmal der blaue und einmal die Variante. Die finde ich persönlich finde ich sie noch am besten. Und für 800 V-Bucks macht man da definitiv nichts verkehrt. Dann dunkles Kommando, einmal die weibliche, männliche und die Pickaxe dazu. Dann sehr schöner Skin. Die Galaxy-Kriegerin. Aber, wie gesagt, das ganze Paket 2500, ja, dafür bekommst du noch die Tarnung. Die Pickaxe, da ist ganz einfach Geschmackssache. Rückenaccessoire, ich glaube, da wird einem irgendwann schwindelig, wenn du da zu lange drauf guckst. So, das war das Paket. Dann die Liebestöterin wieder drin. Ich mache das Shop-Video schon wieder viel zu lang. Dann das passende Rückenaccessoire, dann noch der neue Stil. Dann Sintor wieder drin, der gute alte Bauarbeiter, aber wenn ihr auffallen wollt, das ist ein Skin zum Auffallen. Dann haben wir Zahnseidenwirbler wieder drin. Dann die Tarnung, die wunderschöne Gangnam Style, aber ihr wisst ja, Copyright. Dann kommt der tiefe Depp. Bei dem tiefen Depp muss ich immer an den Depp denken, weil es der Vollidiot. Und dann denke ich mal, meine Güte. Wie gesagt, Monarchenpaket noch drin, Moncler Klassiker Set auch noch komplett drin, Ariana Grande mit beiden Paketen mit drin, dann Loose Fruit mit drin, natürlich auch mit dem Bären-Emote. So, dann die üblichen Pakete. Ich hoffe, es kam nichts Neues rein, weil wenn ich schon ein Paket habe, kriege ich das natürlich nicht angezeigt. Dann natürlich Fortnite-Crew-Paket und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gern yt-familyhack. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall noch einen schönen Mittwoch und haut rein.